Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo, zu Louis Herr Danmark. Ach ja, wir sind zurück. Montag ist es wieder bei euch. Bei mir noch nicht ganz. Aber demnächst. Das mal so ganz nebenbei. So, wir haben hier an Oberfläche ausrichten leider noch an. Deswegen müssen wir das kurz mal ausmachen. Dann gönnen wir uns hier diese Pappel, die wir hier vorne hinstellen können. Zack. Und schon sieht das Ganze gut aus. Ich habe ja jetzt wieder ein paar Zoos begutachten können und muss immer sagen, also Bäume finde ich sehr wichtig und sehr gut. Dann haben wir ja ein paar Sachen hier mit unserem Zug, der noch nicht fertig ist. So zwei, drei Sachen. Da müssen wir mal gucken, was wir sonst noch so machen können. Wir haben hier hinten die große Savanne, wir haben das hier. Wir haben unser Reptilienhaus, jetzt ist es natürlich noch nicht hundertprozentig fertig. Da fehlt noch Beleuchtung, da fehlt noch das eine und das andere und das dritte und so. Also, da fehlen so zwei, drei, fünf Sachen noch. Oh, ich habe auch wieder die Paten vergessen. Ist ja egal. Und mein Handy liegt jetzt zum Aufladen, deswegen kann ich die Paten leider auch nicht in der Folge nachgucken. Ich habe euch nicht vergessen. Ich habe etliche Paten noch auf der Liste. Ja. Kommt, nächstes Mal. Kommt nächstes Mal. Haben wir die Ukapis? Die haben schon Paten, ne? Ja. Die Anne. Wie sieht's denn aus hier? Haben wir hier ein Baby-Okapi oder was? Ist doch gar nichts los. Es stellt sich auf jeden Fall so das Gefühl ein, dass wir demnächst auch fertig sind mit dem Zoo tatsächlich. Was erwartet? Erwartet Nachwuchs. Dass wir demnächst fertig sind mit dem Zoo. Weiß nicht warum. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich das langsam dem Ende zuneigt. Ach ja, stimmt ja. Wir hatten letztes Mal die Schildkröten umziehen lassen. Warte mal. Das ist hier links. Und da haben wir ja nochmal das Gehege hier. Was wir dann jetzt umbauen können. Und außerdem möchte ich hier gerne die Zuglinien ein bisschen ändern. Okay, wie machen wir das am smartesten? Das mit dem Zug. Soll ich den Zug erst machen? Ich glaube ja. Wir schließen das Ganze. Schiene bearbeiten. So. Das ist halt die Hauptstation, deswegen startet er da. Ich möchte halt das hier. Okay. Nein. Nein, nein, nein. Das erstmal so lassen, wie es ist. Ich möchte halt hier, genau. Das alles einmal weg. So am besten. Genau. Weil hier drüben, da würde ich ganz gerne hier so rum. Dann fahren wir von mir aus auch mal raus aus dem Zoo. Wobei, wenn es ginge. Ah, okay, das geht leider nicht. Okay, einmal kurz warten hier. Die ist natürlich nicht fertig, das weiß ich. Dann setzen wir einmal den hier um. Dorthin. Schiene bearbeiten. Achso, okay. Ich starte das hier direkt. Weil dann führt hier, glaube ich, mal die Schiene so direkt über dem Eingang lang. Das wäre vielleicht so meine Idee. Guck mal, dann geht das halt in das Gebäude rein. Das ist gar nicht so schlecht. Stelle ich mir auf jeden Fall gar nicht so schlecht vor. Das geht hier halt auch. Sehr gut. Hier ist der Baum dann im Weg. Vielleicht gehen wir hier vorne so ein bisschen rum. Ganz genau. Und dann zieht das hier an dem Gebiet lang. Guckt euch das mal an. Das ist doch wunderbar. Und dann machen wir hier alle Kletten. Ich finde das wunderbar. Das finde ich doch schon mal ganz gut. Wird alles geöffnet. Guck mal, weil dann fährt das halt hier vorne vorbei. Und das verschandelt den Eingang nicht so doll. Und es verschandelt auch hier vorne alles nicht. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Das wäre eventuell sogar noch ein bisschen besser, wenn das hier direkt so rein ginge und nicht hier diesen Schlenker machen würde, oder? Einmal nochmal gucken. Nochmal zumachen das Ganze. Rauszoomen. Wieder rein. Wenn wir quasi
Löwen hier. Achso, das ging ja nicht, ne? Das war's, ja. Dass das nicht möglich war ansonsten. Guck mal. Das war ja das Problem. Setzen wir einfach mal den Baum hier zur Seite. Schiene bearbeiten, sehr gut. So halt. Das könnte doch gar nicht so schlecht sein. Denke ich mir so. Kann ja nicht schaden, wenn das hier so... Genau, dann ist hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Das ist alles... Und ja, ich weiß, der Zug, der ist jetzt... Der ist ein bisschen hoch, ne? Also, ein Zug fährt sehr hoch hier. Ich habe da den Kommentar gekriegt von zum Beispiel von... jetzt habe ich den Namen vergessen. Mist. Dass Züge nicht so hoch fahren. Wie ist denn der Name nochmal? Oh, ist das Marcel? Ich glaube, das ist Marcel, ne? Auf jeden Fall, dass Züge nicht so oft so hoch fahren. Ja, das sehe ich ein. Eventuell müsste ich hier noch ein paar Berge machen, sodass das ein bisschen realistischer aussieht. So, einen kleinen Schlucken getrunken hier. Wie sieht denn das aus hier bei den Pandas? Bei den Pandas? Ach so. Sind die alle erwachsen? Das ist unser Männchen. Und dann haben wir hier etliche Weibchens. Hätte ich beinahe gesagt. Na, wir haben hier Lok und die andere. Das sind unsere Alten. Und dann haben wir hier ein silbernes Männchen. Nun holen wir uns aber einfach mal ein silbernes Weibchen rein, ne? Von dem großen Panda, oder? Denke ich mal, dass das ganz gut wäre. Wo ist das denn? Geh wie großer Panda-Bär. Oh, wer ist denn gut hier? Du vielleicht? Kommst du mal rein hier. Zack. Und dem haben wir das gegeben und der anderen auch. Dann passt das. Und dann können die sich hier paaren. Die sind natürlich... unzufrieden damit, dass sie... Ach, doch, tatsächlich nicht? Das war krass. Das hätte ich nicht gedacht, dass die nicht unzufrieden sind. Nachwuchsfilter? Achso, das ist der Partner. Oh mein Gott. Ich hoffe nicht. Ich weiß nicht, ob ich die auswildern soll, damit es besser wird für die. Kann ich die noch auswildern? Ah, tatsächlich nicht. Lock könnte ich noch auswildern. Der ist 18, die ist 17. Ja, weiß ich nicht, ich kann die auch einfach da lassen. Wird schon schief gehen, ne? Am Ende des Tages. Genau, wir wollten hier vorne, da kommt das Vivari-Gehege, nicht mal gesagt, das Vivari-Gehege. Wir gehen einfach mal hier durch. Und nehmen hier alles mit, was nicht nied- und nagelfest ist. Unterstand auch. Das hier. Aber einige Sachen. Also einige Sachen können auch bleiben. Wie zum Beispiel die Steine und sowas. Das kann alles da bleiben. Aber das Spielzeug machen wir mal weg. Und ja, auch wenn wir das Spielzeug... im Nachhinein nochmal neu machen müssen. Finde ich das okay? Fahren da Leute im Zug? Ah, tatsächlich nur ein paar. Der wird halt voller jetzt, ne? Ich lasse auch wieder ein bisschen laufen, damit hier ein paar Leute wieder reinkommen. Die das alles ein bisschen beleben, ne? Das ist ja wichtig für mich. Dass hier wenigstens so zwei, drei Leute sind. Das verteilt sich ganz gut. Es gefühlt niemand im Südamerika-Bereich. Ah, doch, hier ein paar. Ein paar Leute sind da. So wie sonst... Die haben ja auch hier eine Riesenprärie, ne? Da weiß ich ja nicht mehr, wie das war hier. Das wäre Inzucht, das ist okay. Inzucht, auch okay. Ja, dann passt das ja eigentlich. Ein Wölfis hatten wir ja auch noch hier. Genau, und hier vorne kommen jetzt die Varis dann hin. Da können wir dann genauso gut erstmal die Hecken wegmachen. Denn, die finden die Varis tatsächlich blöd. Können die relativ easy ausbrechen.
Machen wir einfach mal das Holz hin. Ich weiß nicht, ob ich da einfach mal ein Vari reinsetzen soll, um zu gucken, wie es ist, weil so vom Gestrüpp her ist es dasselbe, was die brauchen und was die Schildkröten brauchen. Wir verlegen dich einfach mal hier hin, in das Gehege. Roter Vari. Und dann ist es halt ja auch so, dass hier die... Kann ich das nicht auswählen? Dass ich das hier eventuell ein bisschen hochziehen muss. Genau, und das muss ich hier drüben auch machen. Aber wir können das ja so machen, dass die auf jeden Fall durch Glas gucken können. Bei den Varis. Und ansonsten muss ich mal sehen, was da so geht. Wir haben da natürlich auch null Fans wieder. Ziehen wir eventuell ein bisschen höher hier, das Ganze. Und machen einfach mal Klettersicherung, ne? Es ist tatsächlich rechts. Okay. Dann gucke ich mal. Also ausbrechen können die jetzt hier nicht. Wie krass sich so ein Gehege ändert dann, ne? So vom Aufbau her sehe ich da ja gar keine Schwierigkeiten. Hier drüben sehe ich da eventuell ein paar Schwierigkeiten, dass sie da ausbrechen könnten. Machen wir mal so. Dann kopiere ich das einfach. Dann ziehen wir die Wand halt ein bisschen höher. Tatsache, dann können die nicht ausbrechen. Hier kommt Holz hin. Hier auch. Vielleicht gehe ich hier mit den Glaswänden. Mit diesen normalen Glasscheiben. Die finde ich nicht schlecht. Finde ich immer ganz gut. Auch wenn ihr die nicht so mögt. Aber ich finde die eigentlich ganz nett. So, wie sieht's aus hier bei dir? Platztechnisch ist das wunderbar. Es fehlt halt Kletterstuff, es fehlt halt... Ach, die haben tatsächlich Kletterstuff durch die Bäume. Es fehlt stabiler Rückzugsort. Und ausbrechen dürftest du eigentlich nicht können, ne? Ah, Tatsache. Sehr, sehr gut. Das Wasser... bin ich halt irgendwie nicht so wirklich überzeugt. Wobei, wenn wir hier drin so ein cooles Klettergerüst hinmachen... dann könnte das ganz cool werden. Guck mal, wir können das direkt einrichten. Und dann haben wir hier drüben ja die Cutters. Ne? Ach, die Schilder müssen wir auch nochmal machen. Dann haben wir hier die Cutters, wo du gucken kannst. Und dann kannst du auch hier rüber gucken. Und dann hast du hier drüben die Varis im alten Schildkrötengehege. Ich möchte das ja nicht... Das ist ja auch noch so der Witz, dass ich gucken möchte, dass ich die Gehege, wenn ich Tiere tausche, nicht so mega krass verändere. So, dass wir jetzt hier nicht eine Wüste draus machen. Sondern dass man guckt, okay, was hat man, was können wir übernehmen und was kann man verbessern. Und da stelle ich mir halt vor, dass wir hier irgendwie so ein Klettergerüst machen. Was halt auch ganz passend wäre für die Varis, denke ich mal, ne? Denke ich mir auf jeden Fall, dass das ganz cool wäre. Und dann hier gibt es ja halt die Glasdinger, wenn du jetzt mal guckst, du gehst hier so durch, dann hast du hier ein schönes Fenster, wo du die Varis begutachten kannst. Und das wäre, glaube ich, cooler für die als für die Schildkröten. Am Ende des Tages. Stelle ich mir das so vor. Was haben wir denn so an Klettergerüst? Wir haben generell das Enrichment, was die da drüben auch schon stehen haben. Passt jetzt hier drin allerdings nicht so wirklich. Nehmen wir keine Baupläne. Und gehen einfach mal... machen einfach mal unser eigenes wieder. Ihr wisst das ja, zwei platzieren, dann beide auswählen und auf diesen Knopf mit dem Baum, sodass es eine Szenerie wird. Und dann kann man hier schön damit spielen. Gehege. Dann kann man schön damit spielen und dann kann man das auch schön einrichten hier. Ich mache das mal in schmal.
Wenn das bei den Varis an für sich. Na, es passt. Du könntest halt auch. Es muss halt so ein bisschen sein wie hier drüben bei den Lemuren. Es sind ja Lemuren. Also wie bei den Katas. Dass wir hier so ein bisschen. So ein bisschen denselben Style einbauen. Das war falsch. Es müsste der kleine sein hier, ne? 2 Meter? 1 Meter. Ganz genau. Machen wir mal so. Guck mal. Das ist auch gut. Dann haben die hier halt die Möglichkeit, dahin zu gehen oder hinzuklettern. Finde ich immer ganz passend. Was haben wir hier? 6 Meter. Und hier können wir halt ein paar Seile hinmachen und so weiter und so fort. Stelle ich mir ganz gut vor. Lass uns das nochmal machen. Weiß nicht, wie weit. Wie weit geht. Oh, Tatsache. Machen wir das mal ein bisschen kleiner. 4 Meter in dünn. Bisschen runterziehen. Ganz genau. So ist, glaube ich, ganz gut. Guck mal, hast du hier verschiedene Höhen und so. Das ist ganz cool. Bauseile. Ups. Nehmen wir nur ein Seil. Okay. Dachte, ich hätte auf Inset gedrückt. Und dann. Was dann ja passiert, ist ja. Ist immer sehr nervig. Was ist das hier groß? Sehr gut. Dann mache ich halt das. Dann mache ich das auch hier drüben hin. Das ist halt ganz cool, weil du machst dann hier halt auch Seile hin. Und die machen halt, dass das so ein bisschen cooler aussieht. Finde ich zumindest. Okay. Kann man ja mal machen. So halt. Da finde ich ganz gut. Sollen wir das nochmal ein bisschen anpassen hier von der Höhe? Sehr nice. Guck mal, schon hat man den Anfang von einem guten Klettergerüst, wie ich finde. Sehr nice. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch eine Futterstelle. Das Ding mit diesen Futterstellen ist ja immer, dass die Pfleger da nicht richtig hinkommen. Ach, warte mal, wir machen mal so. Dann können wir das mit dem Seil gleich richtig anpassen. So. Bisschen tiefer hier. So. So finde ich ganz gut. Reinen's Halls. Und schwuppdiwupp, schon passt das. Dann hast du hier das Seil. Da kannst du halt auch noch was ranhängen, ne? Oder du machst halt nochmal dieses gebogene Ding daran. 4 Meter gebogen. Ja, wir nehmen 4 Meter gebogen. So ist ganz gut. Das ist okay. Guck doch mal. Da hat man so ein bisschen Kletterstuff hier. Hier können wir natürlich noch eine andere Höhe machen noch. Bisschen höher. Geht das auf jeden Fall. Sodass wir hier oben eventuell auch noch eine Schlafstelle machen können für die. Die kann ja ein bisschen größer sein. Ich denke mir halt, die liegen halt in so Nestern ganz oben. Dann werden wir das mal hier oben auch noch einrichten für die. Weil, lass das mal noch ein Stück hoch machen. Genau. Und dann kann man hier auf jeden Fall genug Platz machen zum Schlafen.
Guck mal, das ist doch immer ganz passend. Kann ich hier dann... Ha. Wenn du es so runterziehst, dann passt das. Es ist nur von einer Seite geschützt. Warte mal. Ein noch mehr. So ist tatsächlich besser, oder? Denke ich mir. So halt. Guck mal, ist von ein paar mehr Seiten geschützt. Und dann Blätter? Wollen wir Blätter machen? Wo drin die schlafen können. Ich baue ja sonst nie mit Blättern. Na, guck mal, dann haben die hier oben auf jeden Fall Schlafplatz. Genug. Guck mal an. Dann ziehen wir das hier nochmal mit rüber. Ganz genau. Dann kann ich das natürlich jetzt nicht machen, ne? Ist dann, das passt halt genau so. Das geht eigentlich voll klar. Du, was man hier alles so an Kletterstuff machen kann. Das ist ja der Hammer. Die müssen natürlich einen Grund haben, hier hochzugehen. Haben die jetzt, ja. Was können die denn noch so brauchen hier? Rotarari. Zack. Können die hier... Ah, okay. Guck mal, dann kriegen die das Klavier oben hin. Dann können die auch deswegen nochmal ganz nach oben. Genau. Dann ziehen wir das nochmal hier so nach hinten. Und auch hier drüben hin. Ziehen das nochmal ins Wasser. Und da... Natürlich unnötig. Wir müssen ja auch so ein bisschen runtergehen. Machen wir so. Ich versuche halt, so gut es geht, hier verschiedene Höhen zu machen, wo die rüberlaufen können. Das ist tatsächlich ein bisschen besser so. Guck mal, ziehen wir das halt fast ganz runter. Na? Das ist ärgerlich. Aber dann können die hier halt rüberlaufen. Über so eine Brücke. Und da halt auch sitzen und so. Das ist vielleicht nicht so schlecht. Und wenn die dann von hier drüben weiter wollen, gibt es ja nochmal die Möglichkeit, hier drüben weiterzulaufen. Im Wariland. Und das Ganze regeln wir so. Das schon im Wasser hier. Sehr gut. Und dann gibt es hier nochmal die Möglichkeit, hier zu sitzen. Oder so. Irgendwie sowas. Zack, zack, passt. Guck mal, da haben die auf jeden Fall so ein bisschen Wari-Kletter-Stuff. Ich weiß nicht genau, ob das so gut ist für die, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es ist ganz okay, oder? Ich denke, es ist ganz okay. Gibt es hier nochmal die Möglichkeit, das Seil hier drüben hinzubauen?
Hier so. Ist, glaube ich, ganz gut. Okay, ich sehe schon, das funktioniert nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe. Machen wir mal einen runter hier. Warte mal. Machen wir einfach mal so. So stelle ich mir das gut vor. Die haben halt keinen Grund, da hochzulaufen. Aber was kümmert's mich, ne? Die haben halt die Möglichkeit, rüberzulaufen. Ah, vielleicht auch nicht schlecht. Genau, und kann ich hier unten eigentlich, warte mal. Wenn ich hier so, kann man nicht. So. Weiß nicht, ob der Pfleger da hochkommt. Wird man mal sehen müssen. Dann hat man da auf jeden Fall noch was zu fressen. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Wenn das da ist. Ist ein bisschen schief, oder? Könnte ruhig so sein. Guck mal. Da haben die Varis auf jeden Fall jetzt ein bisschen Kletterstuff. Kommt er da überall hin? Tatsache. Kommt überall hin und findet das total genial. Okay. Wir können die anderen Varis jetzt eigentlich mal umziehen lassen. Die waren nicht hier. Die waren hier hinten irgendwo. Hier. Genau. Ihr kommt einfach alle mal mit. Dann verlegen wir euch hier drüben hin. Ins rotavare Gehege. Von Gehege 30. Mein Pfleger müsste ja da drin sein eigentlich noch. Wieso ist denn das eigentlich nicht sortiert? Ist ja auch Schwachsinn. Ein Pfleger müsste ja eigentlich noch drin sein. Was haben die denn noch so? Eine Wasserschüssel können die auf jeden Fall noch vertragen. Ah, die haben genug Wasser eigentlich, ne? Ah, hier vorne noch eine Wasserschüssel, die schon dabei sind. Und was können die noch haben? Noch mehr Futterbeschäftigung. Kriegen die hier so ein Ding hin? So ein Ball. Obwohl, den hatten die anderen ja auch, die Schildkröten. Eine Box natürlich, die obligatorische Box. Gibt's hier vorne. So ein Futterspender hier. Okay. Achso, die haben das Futterding da noch. Okay, cool. Ja, der spielt gleich Klavier hier. Wie sieht denn das aus jetzt, wenn du hier unten als Besucher kommst? Ich habe ja jetzt die Zoos auch als Besucher manchmal gesehen. Geht das voll klar? Aber vom Kletterstuff her geht das eigentlich. Man kann eigentlich noch das hier so machen, dass die da auf jeden Fall hochklettern können, ne? Quasi so klettern die halt da hoch. Das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen fehlt. Auch hier. Das ist sehr steil, machen wir mal so. Das ist, glaube ich, das, was fehlt. Als einziges. Guck mal, haben die da auf jeden Fall Sachen, wo die hochklettern können. Finden die es nice? Ich hoffe. Du klickst halt achtmal auf den Vari und dann kommt das da so raus. Soziale Gruppe ist nicht groß genug. Ja, es kommt ja noch. Achso, ah, der wurde jetzt klein gemacht. Tiers entkommen. Es ist wieder ein Cutter-Einkommen. Warum auch immer. Ist jedes Mal dasselbe. Gucken wir mal, ne? Das Vari-Gehege ist ja jetzt neu. Der Zug ist jetzt wieder voll bis oben hin. Man kann so ein bisschen schön in das Vari-Gehege gucken. Ist ein Update, ne? Du warst ja halt. Ich war halt fertig mit dem Schildkrötengehege. Ich habe alles gelassen, wie es ist. Die Pflanzen sind dieselben, die Steine sind dieselben, das Wasser ist dasselbe. Aber die Varis finden es halt nice. Ne? Guck
Gut, es gibt hier so zwei, drei Pflanzen, die nicht gut finden, aber ansonsten ist es halt ganz cool. Es wird auch besser mit der sozialen Gruppe jetzt auf jeden Fall. Qualität der letzten Mahlzeit ist eher so mäßig. Weiß jetzt auch nicht, wie viele noch unterwegs sind. Wir hatten 8, ne? Jetzt sind 6 drin. Qualität ist 2. Qualität 3, bitte. Jetzt sind 7. Oder sind alle 8 drin? Das sind 8, war es jetzt drin. Alle 8 sind umgezogen. Die haben nicht genug stabiler Rückzugsort auf jeden Fall. Aber ein bisschen. Die haben auch genug Spielzeug und so. Also es ist genug da jetzt, ne? Und die finden das so generell gar nicht so schlecht, glaube ich. Die haben halt jetzt hier diesen Holzzaun hier. Und es gibt zwei Möglichkeiten reinzugucken, wie bei den Schildkröten. Es ist genau dasselbe Schildkrötengehege. Ihr habt es ja gesehen, wie einfach man ein Gehege updaten kann. Und dann haben wir hier so ein bisschen Kletterstuff. Was nicht schlecht ist, meiner Meinung nach. Was bei weiß Gott nicht schlecht ist. Den ziehe ich mal lieber so ein bisschen runter hier bis zu diesem Dings. Finde ich ganz cool. Das mache ich hier auch mal hin. Sieht halt Stück cooler aus. Warte mal. Wenn ich das hier hochziehe, so. Kaschiert das da so ein bisschen, ihr wisst es. Darum geht's mir. Dass das ein bisschen kaschiert. Die Varis kommen auf jeden Fall bis da oben hin. Der Rest ist auch cool. Man könnte jetzt, wenn man wollte, könnte ich ein Seil spannen oder so ein Dings rüber machen, dass die hier zueinander klettern könnten. Über den Weg rüber. Das wäre auch nicht schlecht, ne? Wenn die Katas und die Varis einander besuchen könnten. Aber es ist vielleicht auch ganz cool, dass sie es nicht können. Glaube ich. Es ist aber ein schönes Update. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach finde ich das ganz okay. Und es ist, wie gesagt, ja nur das Schildkrötengehege geupdatet. Die haben genug Platz, die haben genug Kletterplatz. Das Einzige, was sie nicht so viel haben, ist Schlafplatz. Da müsste ich eigentlich, wenn ich wollte... Wie klettert er denn da hoch? Cool, yo. Nice, und dann klettert er den ganzen Weg hoch. Ich finde das cool. Nice, Avari. Die haben halt hier den Schlafplatz, denn das reicht halt nicht. Weiß ich nicht, du könntest halt, wenn man wollte, könnte man halt hier den Schlafplatz kopieren und hier nochmal eine weitere Ebene machen. Ist das cool oder ist das nicht ein bisschen sehr viel? Ist ein bisschen sehr viel irgendwie. Ich finde die eine Ebene schon nicht schlecht. Eventuell, warte mal. Eventuell ziehen wir das Ganze mal ein Stück runter, oder? Dass wir hier so an das Seil rankommen. Unter das Seil am besten. Genau. Das ist vielleicht nicht schlecht. Dass sie da auf jeden Fall so ein bisschen die Möglichkeit haben, da auch so hinzukommen. Schön finden die das allemal. Der Rest passt ja auch. Kann ich das noch ein Stück hoch machen? So halt. Jo, nice. Genug Schlafplatz haben die noch nicht. Ich hoffe, der Pfleger kommt da auf jeden Fall hin, dass er das ja füttern kann. Ja, das müsste er eigentlich hinkriegen. Die Kante müsste er schaffen. Eine wichtige Warnung, denn hier ist ein Cutter wieder entkommen. Da muss ich mal gucken. Aber ich sehe ja nicht, wo die entkommen, ne? Irgendwo geschieht es. Es geschieht halt hauptsächlich dann, wenn die hier oben drin sind, auf dem Schlafplatz. Können die hier rausbuggen, glaube ich, beim Runtergehen. Das ist, glaube ich, das, was bei denen passiert. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit dem Vari-Gehege. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bin großer Fan. Die Leute scheinen auch große Fans zu sein. auch dadurch, dass das hier dieselbe Höhe ist und so. Es ist cool. Ich finde es nett.
Ihr schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet, und wir sehen uns allerspätestens in der nächsten Folge. Bis dahin, haut das mal rein, Leute. Tschüss.